Möchtest du wissen, wieso Frauen scheinbar immer glücklich sind, in deiner Nähe zu sein, aber sobald sie weg ist, kommt keine Nachricht mehr von ihr? Keine Anstrengung ihrerseits, dich wiederzusehen? Was kannst du tun, um diese Anziehung aufrechtzuerhalten? Und sind wir uns überhaupt sicher, dass da Anziehung war? Mein Name ist Andy Friday und ich helfe jedes Jahr Hunderten von Männern dabei, ihr inneres Charisma herauszulocken, damit sie auf die Frauen attraktiv wirken, die sie wollen. Und entlang dieser Reise auch die richtige finden. Die Männer in unserer Community, in unserer Flirt Masterclass, die bringen schon ein sehr hohes Maß an Einfühlsamkeitsvermögen mit. Aber in 90% der Fällen fehlt ihnen am Anfang unseres Coachings eins oder zwei von diesen Dingen. Entweder es fehlt ihnen die Leichtigkeit und du weißt das, oder es fehlt das Selbstvertrauen. Das Selbstvertrauen, dass sie dich wirklich mögen könnte. Da ist einfach diese Angst, dass du es doch irgendwo und irgendwann verbocken könntest. Und darum halten wir uns zurück. Und da wir uns so viele Gedanken machen, versuchen bei einem Date die richtigen Fragen zu stellen, eine entspannte Atmosphäre herzustellen und nicht aufdringlich sein wollen, erschaffen wir zwar ein freundschaftliches Beisammensein, aber die Leichtigkeit, die sexuelle Spannung und das Knistern fehlt. Scheinbar. Ich sage scheinbar, weil viele meiner Kunden am Anfang im Analysegespräch diese Zweifel im Gesicht einfach nur hatten und auch berechtigterweise hatten, aber nach 4 bis 8 Wochen waren diese Zweifel einfach weg und sie haben angefangen, Frauen zu treffen. Sie fangen an, wieder Dates zu haben. Frauen fragen sie nach ihrer Nummer und sie spüren dann auch wieder diese Leichtigkeit. Sie fühlen wieder dieses Selbstvertrauen, so wie dieser gute Mann mit Herz. Als ich, wie viele von euch vielleicht auch, mir die Videos von Andy Friday auf YouTube angesehen habe, war ich in einer Situation, dass ich verliebt war in eine Kollegin, die ich 2, 3 Wochen kannte. Verklemmter, schüchterner Mensch, jetzt gerade, nach 9 Monaten der wundervollen Wiedergeburt, ein neues Leben, habe ich sehr, sehr viele Dates, mehrere in der Woche. Ich bin aber gleichzeitig in einer offenen Beziehung mit einer wunderbaren, intelligenten, sehr herzlichen Frau. Und wenn ich das schaffen kann, kann das jeder schaffen. Was tun wir also, damit du dein Selbstvertrauen wiedergewinnst, um diese Leichtigkeit wiederzuhaben? Die Frage lautet nicht, was kann ich machen, damit sie mich vermisst? Die viel wichtigere Frage, die du dir jetzt stellen solltest, ist, wenn ich einen großen Bruder hätte, der Frauen versteht und den Frauen lieben, ein Bruder, zu dem ich heraufschauen würde, wie hätte er mich behandelt? Wenn er mich mal für einen Tag irgendwo mitnehmen würde, irgendwohin, wie hätte er sich wohl mit mir verhalten? Hätte er versucht, mir die Dinge zu zeigen, die ihm Spaß machen, die ihm wichtig sind? Hätte er versucht, mich von dieser Freude anzustecken? Hätte er mich vielleicht zu einem Eishockeyspiel gebracht und mir alles über seine Lieblingsmannschaft verraten? Hätte er mich zum Stadtpark gebracht und wäre dort mit mir gemeinsam Fahrrad gefahren? Hätte er mir gezeigt, wie es ist, mit Frauen zu lachen, zu flirten und Spaß zu haben? Und die grundsätzlichste aller Fragen, hätte es ihm Spaß gemacht, mir seine Welt zu zeigen? Genauso müssen wir uns ihr gegenüber verhalten. Es geht nicht darum, dass wir versuchen, ihr zu imponieren, ganz viele Fragen über sie zu stellen, damit wir ja die richtigen Knöpfe drücken oder dass sie uns akzeptiert und denkt, ja, er ist in Ordnung. Nein, es geht darum, dass sie uns kennenlernen kann und das bedeutet, dass wir uns öffnen, dass wir zeigen, wofür wir brennen, was unsere Welt ist und sie in unsere Welt einladen. Wir dürfen Spaß dabei haben. Zeig ihr deine Welt. Du brauchst dich für sie nicht zu schämen, denn deine Hobbys, deine Lebenserfahrung, deine Fertigkeiten und dein Talent, das ist alles ein Geschenk. Teile es mit ihr. Hab keine Angst dabei. Zeig ihr deine Welt. Computerspiele, Radfahren, Sketch-Comedy, Musik, die Natur. Zeig ihr, wofür du brennst und steck sie damit an. Sei das Feuer, das du in ihr entfachen möchtest. Und halte es nicht auf Sparflamme. Und dann ist das Ganze wie bei einem Tanz. Du gibst ihr nur hier und da kleine Impulse, damit das Ganze dahin führt, wo ihr euch gemeinsam miteinander entfalten könnt. Und Zweifel folgen es nicht an. Sie will sich mit dir entfalten. Sie möchte mit dir schlafen. Sie will intim mit dir sein. All die Angst und all die Sorgen, die du hast, sind tatsächlich unbegründet. Wie würdest du also mit ihr flirten? Welcher Flirttyp bist du? Bist du eher der Introvertierte, der Nachdenkliche oder der Spaßige, der Partylöwe? Um herauszufinden, welche Fähigkeiten schon längst in dir schlummern, mit denen du sie von dir begeistern kannst,
lade ich dich herzlich in meine kostenlose Flirt-Typ- und Charisma-Analyse ein. Denn was wir dort machen werden, ist nämlich ziemlich cool. Wir werden nämlich gemeinsam dein natürliches Charisma, also nicht das, was du irgendwie von außen dir aneignen musst, sondern was schon längst in dir steckt, herausfinden, deinen genauen Flirt-Typ dafür analysieren und dir zeigen, wie du auf die Frauen attraktiv wirkst, die du magst. Wenn du das machen möchtest, dann komm in die kostenlose Flirt-Typ- und Charisma-Analyse. Der Link ist hier oder in der Beschreibung.